Doesn't seem too stable, but maybe I can get to the other side. Ach, halt's Maul. Wieder den geilsten Speicherpunkt ausgedacht. Und ich die Kacke nochmal reinziehen muss. Lässt die Wände an, als würde er sich dran aufgeilen. Doesn't seem too stable, but maybe I can get to the other side. Super, und kaum fliege ich dann einmal wieder runter, dann darf ich den ganzen. Ja, scheißegal. Okay, darüber. Ja, es sieht nicht gut aus. Oh, okay. Nein, 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 nein. Du kannst hier nicht hoch. Direkt vor mir. Looks like he hit something in the feeder. Wieder eine Seite zum Lesen. Oh Gott, I've lost him. I'm at the ruined inn. Everything's going according to plan. The inn. Thanks for the tip, dickhead. Dickhead. Nillekop. Gib dich zum Wirtshaus. Begib dich zum Wirtshaus. Es waren auch die Wege vorhin, wie wir in der Vergangenheit gelaufen sind. Hinseil Inn, Shore Tower, Shore Hillside Inn ist doch, oder nicht? Ne, Hillside Inn, das ist. Ach. Aber trotzdem war da lang. Oh, what do we have here? An old tent, some abandoned stuff? Looks like someone just left it all and never came back. But why? Aber warum? Geh mal angeln. Mir sogar mehr Freude machen gerade wieder spielen.
Oh, geht's zum Wirtshaus? Ach, gehen wir da hoch. Hoch mit dir. Hoch, habe ich gesagt. Ja, es kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Naja, ein bisschen. Ist dann doch ein bisschen wieder anders da. That mine shaft looks deep. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it'd lead to the inn. I could try to go down this way, but first I need a stronger rope. Mine is definitely too flimsy. I saw a tent on my way here. Maybe I can find something inside. Am Zelt. Ja, wahrscheinlich die Angel. Aber klar, wir sind ja vorbeigelaufen. I should check the nearby tent. Hast du eben schon gesagt, Junge. Natürlich wie am Anfang wieder irgendwo hinlaufen. Ach, ich hab da was gesehen. Da müssen wir wieder zurücklaufen. Ach Gott, Leute. There's a backpack hanging in that tree. I'll try to shake it down with something. Mit der Angel, mit was denn sonst? Nee, doch nicht. Aber das sollte ein stärkerer Seil sein. Also ich soll doch... Wo waren die Scheiße jetzt? Hab doch ein Seil mit Nagel. Dort irgendwie hinkommen. Besuche den Bereich um den Zelt herum. Aber ich glaube, der meint jetzt hier den Backpack. Was hängt denn da ganz oben? Aus, als wird da irgendein Typ hängen. So, glaube ich, muss irgendwie da hinten an die Stelle kommen. Oder einfach hier irgendwo die Felsen hoch. Ah, das sind so Holzbretter. Da irgendwie rüber. Ah, okay. I could go through here. I saw a backpack on the rock by the tent. It was worth checking. Da hängt doch einer. Wozu ist dann der Weg jetzt gedacht? Ach, da muss ich ja später hinlaufen, wenn ich das erstmal... Hält der dann wahrscheinlich da nach unten. Erstmal nach oben.
und mal die Leiche betrachten. How long has this poor guy been hanging here? Strange that no one came looking for him. Must have fallen off that poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Ach. Was für ein Zufall. War wohl nix. Wahrscheinlich meinte der Rucksack nur. Vielleicht habe ich keine Steine mehr. So. Und den Typ, den will ich auch noch runterholen. Ach komm schon. Alles Dreck, du. Fuck. Was soll ich jetzt schon wieder den blöden Rucksack holen oder was? Must have fallen off that poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Ich glaube, die Leiche kriegt man da so oder so nicht runter. Oh, jetzt laufe ich aber normal runter. So, ein Seil. Gib mir Seil. Auch Seil. This will certainly come in handy. Oh. Kacke, kennen wir ja schon. Moment. Da nicht runtergekommen. Ach nee, da. Die Kacke kennen wir ja schon. Lauf hin und zurück. Oder such das. Oder zerstöre Anomalien. Immer wiederholende Kacke. So, was passiert jetzt? Gucken kann ich mich ja kaum. Ja klar, der hat noch nicht mal nach unten geguckt, aber lässt sich einfach mal fallen. Gut Glück. Und schon wieder derselbe Scheiß. Steht teilweise nicht bei Spielen, wenn man sich schon so viele Mühe gibt. Also wegen der Grafik, ich meine, war nicht die allergeilste, die ich hier gesehen habe, aber die ist schon super gemacht. Sich da so Mühe gibt und dann beim Gameplay immer dieselbe Kacke machen muss. Einfach nur Potenzial verschenkt. Wollte gerade sagen. Nur noch die Ruine des Gasthofs. This looks like ruins of some big building. What could have happened here? Als wir in der Vergangenheit waren und quasi beim Gasthof gegen den einen Typ da gekämpft haben, also in Ego-Shooter-Manier, da
Hat er doch am Anfang irgendwas gesagt, bevor wir angefangen haben zu kämpfen, wo wegen irgendwie du wirst büßen für all die Quälereien oder was war das, was du uns angetan hast oder sowas? Das war dann, glaube ich, irgendwie im Gasthaus oder so. Keine Ahnung, ob sie da irgendwas gemacht haben. What the hell is he up to? Da sitzt er. Dass da irgendwas passiert ist? Keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwelche Feinde, Militärfeinde irgendwie da gefoltert. Ah, für die ganzen Folterungen. Ich glaube, da war irgendwas. Habe ich irgendwas mit Folterung gesagt? Hallo? Das schafft er wieder nicht. Jeder normale, vernünftige Typ wird da irgendwo durchkommen, aber nee. Oh klar. Where did he go? Wo ist er hingegangen? Keine Ahnung, ist wieder verschwunden, wie immer. Schon fast wie ein Half-Life vor. Da immer so ein Typ mit einem Anzug, einem Aktenkoffer oder sowas. Und immer irgendwo ums Eck verschwunden. Egal wie lange man gebraucht hat, um dahin zu kommen. Kurz gesehen wieder verschwunden. Nach da nach oben. Who is he? What did he hide here? Immer die dummen Fragen. Wo ist der? Was hat er hier versteckt? That safe around somehow if I want to reach it. I can't move it with my bare hands. Okay, da muss ich irgendwas zerstören. Der vorhin auch schon da. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that. Ja, da haben die wahrscheinlich die Sowjets gefoltert. So, jetzt komm. Kaputte Petroleumlampe, eine kaputte Lampe, rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. Jetzt fängt die Kacke schon wieder an. Bis jetzt immer noch nicht verstanden. Könnte sie die Ursache für das Feuer sein, das diesen Ort verwüstet hat? Der Gedanke, dass etwas derartiges Kleines so viel Schaden anrichten kann, lässt mich erschaudern.
glaube, das mit den versteckten Botschaften, das ist einfach nur so ein Bonus im Spiel. So Errungenschaften bei Steam oder Achievements oder Trophies oder wie heißen die beim PlayStation. Wieso versagt meine Stimme jetzt schon wieder? Nein, ich will werfen. Damn, I'm not really scared of heights, but I better be careful. Und soll ich da jetzt rüberspringen? Yep. Sag nochmal. Juhu! Ja, die freuen sich auch. So schön weit gesprungen bin. Ja. Schön markiert. Und jetzt? Bin ich doch durchgekommen. Scheiße. Doch hier irgendwas machen. Aber hier schön markiert. Ist der hoch so, Leute? Geht's ja nicht weiter. Dann komm ich so wieder zurück. Irgendwie zum Fall bringen. Das war auf jeden Fall schon mal richtig klar. Hier ist wieder die weiße Markierung. Dort hinten geht die weiter. Ach, nach rechts sollte ich. So. Hier ist noch ein Wichsfleck. Wurde nochmal kräftig gewichst. Ja, aber da bin ich doch entlang gelaufen. So. Hier rein. So. Ah, na Stanga. Ich habe Stanga nicht gesehen. Eine Metallstange ließe sich als Eble verwenden. Vielleicht könnte man damit sogar etwas Schweres, wie zum Beispiel einen Tresor, anheben. Ah. Da jetzt nicht dastehen, wäre ich niemals drauf gekommen, dass es für das Tresor ist. Genau wie vorhin, ein Rätsel im Spiel. Ein einziges Rätsel im Spiel bei der Enigma-Maschine. Und dann sagt das noch, ah, irgendwie scheint mir Zeile 17 richtig auszusehen. Ah, wenn das weiß, dann mach's doch selber, du Arschgeige. Ah, ich tue mich nur über das Spiel aufregen. Kommt das Tresor noch nach. Ja, komm, erschlag ihn. Erschlag ihn. Oh, fuck. Scheiße, genau. Ah. Was in this damn safe? Ah, da hätte ich gedacht, das Spiel wäre schon vorbei. Ist ein scheiß Schädel eingehauen. Nee, aber so viel Glück habe ich dann doch nicht. Maybe I can find something in this room. Vielleicht finde ich irgendwas in der Raum. Ja, üblicherweise hängen doch so kurz immer irgendwo an den Wänden.
Oder hier. Wie kommt eine Bibelseite hierher? Welche alte Hexe? Sind die Einheimischen dem Aberglauben verfallen? Ich kann nur hoffen, dass sie nicht auf den Scheiterhaufen verbrannt haben. Lesen. Lukas, Kapitel 12, Vers 2 bis 3. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Was nicht offenbar wird. Und nicht geheim, was man nicht wissen will. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert, in den Kammern, das wird man auf den Dächern verkündigen. Dachte die alte Hexe, dass sie uns mit dem Worte Gottes Angst einjagen könnte? Wo hat sich ihr Gott denn die ganze Zeit versteckt, hä? Warum hat er nichts getan, als all diese Leute in der Dunkelheit zu Tode kamen? So war da irgendein Code. Waren das überhaupt Buchstaben oder Zahlen? Zahlen. Zwölf, zwei, drei. Könnte es doch sein. 12, 2, 3. Also. Aber 4, 12. Ja, kann trotzdem sein. 1, 2, 12, 2, 3. The safe cipher must be around here somewhere. Keep looking. 12, 2, 3. Und wie betätigt man die Scheiße jetzt? Will der mich jetzt verarschen oder was? Oberste, du hat er doch gerade. Ach, mit Feuerkreuz, okay. Anscheinend nicht. Habe ich irgendwie falsch gelesen? Ach, nicht Kapitel, Vers, war doch immer. Wie hieß es? Psalm 12 oder sowas. Genau. Aber 12, 2 bis 3. Auf der Rückseite. Steht irgendwie nicht. Naja, wo könnte der Code sein? Vielleicht irgendwo eingeritzt im Tresor? It's locked from the other side. Was meint er? It's locked on the other side. Ist beschlossen von der anderen Seite. Ah, eine Tür. Ich glaube, die hat er gemeint, ist von der anderen Seite verschlossen. So, dann. Ach, komm schon. Witz.
kommen die Lichtstrahlen jetzt her? Könnten die auch mal zur Abwechslung ein Brett nehmen und nicht immer so zwei Bretter obereinander? Wahrscheinlich auch immer in gleicher Form angeordnet. Wo ist jetzt der blöde Code? Da wird irgendwas sein. It looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need though?